Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Clash Royale. Ich habe hier direkt ein Türchen, das ich öffnen kann. Und ich habe gesehen, es gibt eine Herausforderung, die ich noch nicht gemacht habe. Oder eine Quest. Ja, hier die epischen Karten. Das mache ich gleich noch. Komm, das mache ich gleich noch. Ich habe letztens wieder ein paar schöne Siege einfahren können. Ah, der Riese fehlt mir noch. Ja, 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 Riese, Riese, Riese. Leute, kommt noch einmal, dann bin ich soweit gestopft. Was ist hier? Legendäre Truhe für 500. Ich mache einfach mal direkt diese Geschichte Duo-Kampf. Wenn ich jetzt hier auf Duo drücke und dann auf Freund einladen und hier drauf, dann kriegt ihr ja Nachrichten, oder? Ich meine, dann zeigt es zumindest auf dem Handy, also auf dem Smartphone zeigt es oben an. Tritt dem Kampf des Dummhablers bei. Trage zum Sieg bei. Ich muss langsam mal ein bisschen besser werden. Ich stehe echt... Was heißt besser werden? Ich bin einfach kronentechnisch sehr weit unten. Noch. Nicht mehr lang. Pathologie, wer kommt denn da dazu? Na also, sehr gut, optimal. Wer ist denn jetzt mit im Video dabei? Ja, Ness! Digi, viel Glück! Sehr schön, das freut mich, wenn ich mit euch spielen kann. Er ist schon mal Ihmchen hier, der ist legendär, ne, oder? Boom! Was ist denn, da oben haben sie dieses Lager aufgebaut, so nicht. So ja nicht, ne? Oh fuck. Hopp, das ziehen wir mal ab. Fräulein, nein, was kommt denn da raus? What? Ich kenne viele Karten noch nicht. Das ist halt auch meine Schwierigkeit, ne? Es kommt was auf mich zu und ich weiß nicht, was passiert. Aber das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Gut, gut. Er macht die Daumen nach oben, ist sehr freundlich von ihm, sehr freundlich von ihm. Oh, was heißt das? Dass die Sau schlecht sind, bestimmt. Hey. Okay. They're gonna die really hard. Guck mal. Da kann ich nichts. Der soll, hat jetzt genug gesaugt da oben. Der andere ist ja schon fast fertig hier. Egal. Kriegen wir gleich. Haben wir gleich. Guck mal, ich mach hier mal mit. Komm, was soll der Geiz? Weg damit mit dem Puff da. Oh oh. Ja, die drücken uns halt auch ordentlich hier. Aber ich warte jetzt kurz noch, bis ich... Oh shit. Oh shit, 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 shit. Nee, hier unsere Türme gehen ultra ab. Ja, naja, das schaffen die nicht. Sehr gut. Ich würde gerne das da oben noch kaputt machen, dass ich auch was dazu beigetragen habe. Wobei ich ja schon so ein bisschen geholfen habe da unten. Aber das kann ich noch besser. Was macht der Mate? Wir gucken mal. Oh shit, haben die viel Saft. Ich hatte der Mate, haut jetzt voll rein. Mit irgendwas krassem. Die Frau ist schon weg, die Schießende. Okay. Fuck. Wow. Mit was die da kommen? Kinder, ich hätte noch kurz warten sollen. Hätte ich sie weggepfeilt. Hätte ich sie gepflockt. Ja, okay. Das haben sie bitter hinbekommen. Leider, leider. Jawoll! Woo! Oh. Das ist giftig da oben. Habe ich nicht gewusst. Und jetzt schieße ich mein Ding dahin. Ich dachte, das würde jetzt vielleicht ultra viel Schaden machen, weil es ja rosa war. Aber es ist nicht mehr rosa. So. Shit. Die haben einfach zu viel Zeug. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Davon haben sie einfach zu viel, wegen ihrem ganzen Klimbims da. Jetzt ist mein blöder Dödel nicht dabei gewesen, mein Drache. Oh, zweimal da oben? Shit, komplett ausgerottet. Fuck. Okay, wir müssen jetzt hier ran. Sehr gut, das macht der Kollege. Wir müssen jetzt echt nach da oben. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Das müssen wir jetzt gebacken bekommen. Wir müssen den Turm einreißen. Also ich denke nicht, dass wir das Hauptgebäude platt bekommen. Also wir müssen hier alles geben. Genau hier drauf. Oh shit. Oh nein. Und jetzt bin ich gerade so langsam. Da kommt echt einiges angeflogen. Fuck, nein, Gift! Fräuleins! Oh, oh shit! Oh nein, wir haben schon gekriegt, fuck! Shit, wir sind down. Okay. Wow. Das haben sie echt gut gemacht. Sie waren schon wirklich cool. Kann man nicht sagen. Die waren schon cool. Wir können gerne noch eins machen. Also ich bin mal noch einem dabei. Ein paar Krönchen sammeln. Oh, da werde ich verlassen. Oh, ich habe einen Riese direkt. Dankeschön. Hätten wir den eben schon gehabt, wäre das natürlich ein lockerer Sieg gewesen. Ist klar, ne? Oh, machen wir halt jetzt einen Duo-Kampf nochmal, ne? Habe ich jetzt die Quest eigentlich erledigt? Nicht wirklich. Habe ich nichts Episches da drin? Ach, nur die... Hey, aber die habe ich doch gespielt. Ah, steht da Gewinne? Steht da zufällig Gewinne? Also ich denke nicht, dass er jetzt direkt nochmal mitmacht, weil er gerade eben gegangen ist. Falls nicht, mache ich jetzt einfach ein Einzelnes. Damit ich jetzt nicht allzu lange warten muss. Weil ich gleich noch den Livestream habe und jetzt hier ein bisschen gearbeitet werden muss. Und zackig, knackig hier.
Ich mach noch ein einzelnes, komm. Ich will diese Quest noch machen. Also ich, deswegen habe ich eigentlich jetzt die Aufnahme angemacht. Ich wollte jetzt hier vor euch die Quest machen, mit euch zusammen. Vielleicht habe ich auch nicht richtig gelesen, aber ich hätte schwören können, da stand Spiele mit epischen Karten. Also spiele epische Karten aus, 40 Stück insgesamt. Oder in einem Spiel, nee. Oh fuck, der hat so einen fetten. Das ist halt dumm irgendwie. Naja, komm, schick ich halt. Seine haarige Timelack-Mutter. So. Verschissen nochmal, ey. Ist doch zum Brechen, oder? Das ist doch wirklich zum Brechen. Er hätte doch so eine Sekunde früher seine kleinen Gnome reiten können. So, baba. Okay. Aber das war jetzt irgendwie nicht so von Vorteil, die ganze Chose. Da hat er doch eher so ein bisschen was gut gemacht. Aber das kann ich noch aufholen. I know it. Vielleicht wird es wieder so knapp wie letztens. Ich habe letztens ein Spiel geteilt. Das war echt schweinig knapp. Da habe ich so dreckig... Ich hätte das gar nicht gewinnen dürfen. Da habe ich einfach nur pures Timeluck gehabt. Kartenglück. Es war einfach nice. So, komm, ich brauche meine Armee. Damit er da nicht auf meinen... Er schießt einen Blitz auf meine Frauen. Das ist ja schon fast unhöflich. Das grenzt ja schon an Unverfrorenheit eigentlich. Nein, meine gehen durch, weil ich nämlich mein Zeug auf dich schieße, du Pisser. Komm schon, ja, zwei Stück schlagen noch. Oh, das war jetzt nicht allzu gut. Ach ja? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Ein sehr geschickter Move von ihm. Jetzt hat er mein Ding eingerissen, der kleine Bastard. Wir müssen gucken, was jetzt passiert. Na, vielleicht mache ich ihn fertig, vielleicht auch nicht. Ich hätte vorhin nicht angreifen, also ich hätte nicht diesen... Ich war, habe ja mehr oder weniger den Angriff gemacht, er hat darauf reagiert. Und natürlich hat man den Vorteil, wenn man auf einen Angriff reagiert, dass man reagiert. Man weiß schon, was vom Gegner so kommt und kann dann damit arbeiten. Ich hoffe mal drauf, dass wir das Ding jetzt down kriegen, bevor es... Ach du Scheiße. Blub. So. Oh shit. Egal. Ja. So, das... Mal schön Karten und Timeluck. Oh, er hat gespiegelt, oder was? Ach komm. Das ist doch einfach nur bescheuert, sowas. Also sowas ist ja wirklich nicht... sowas ist eigentlich gar nicht möglich, was er da gerade macht. Das geht gar nicht. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich hier echt in die Bredouille komme. Gerade jetzt dieser Drop. Der wird mich vernichten. Ja, scheiße. Schade. Echt knapp. Ah! Dieser kleine Lacker, der Verschissene. Ich gebe nicht kampflos auf, mein Freund. So, gutes Spiel. Das war schon nicht schlecht. War schon nicht schlecht. Jetzt will ich gucken, ob ich weitergekommen bin bei dieser Quest. Ah, abgeschlossen. Na also. Das wollte ich doch hören. Belohnung abholen. Boom. 20 da hoch in die Ultra-Super-Magie-Truhe. Habe ich noch nie gehabt, so ein Ding. Bin ich gespannt, wenn die fertig ist, was das so wird. Ich würde sagen, dann machen wir einfach mal wieder aus hier. Die Mitglieder im Clan werden immer mal wieder gekickt. Also das Platz ist, ihr seht, na okay, jetzt sind wir schon wieder voll. Letztens war noch Platz, aber jetzt ist dann doch kein Platz mehr. Wir haben ja auch, so wie bei dem anderen Spiel, die Leute schon eingestellt, die gucken, wer aktiv ist und wer nicht und so weiter. Und dann wird alle 7 bis 14 Tage, werden dann die Inaktiven gekickt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.